Hallo, liebe Zuschauer, Freunde, liebe Bürger. Ich spreche heute zu Ihnen als Abgeordneter, der sich ernsthafte Sorgen macht um die Demokratie in diesem Land und um die Freiheit. In einer beispiellosen Art und Weise wurden durch die Corona-Gesetzgebungen der letzten Wochen und Monate Ihre Freiheitsrechte massiv eingeschränkt. Ich war dabei, wie argumentiert wurde im Bundestag. Und ich kann Ihnen sagen, die Argumentation war alles andere als schlüssig. Und ich möchte Sie deshalb bitten, den Protest auf der Straße ganz klar zu zeigen. Wir sind nicht einverstanden mit der Politik der Regierung, die uns unsere Freiheitsrechte in weiten Teilen eingeschränkt hat und auch weggenommen hat. Und wir sind auch nicht einverstanden damit, dass diese Regelung, obwohl nach allen objektiven Kriterien keinerlei Gefährdung mehr vorliegt, weiterhin aufrechterhalten wird. Es gibt keine pandemische Notlage, die tatsächlich diese Gesetzgebung im Moment erfordern würde. Und es kann nicht sein, dass die Regierung ohne jeden Protest und ohne jede Diskussion darüber weiterhin diese Maßnahmen aufrechterhält. Und deshalb finde ich es sehr gut, dass am 29. August in Berlin eine Demonstration stattfindet, wo Bürger unterschiedlicher politischer Ausrichtung gegen diese Politik der Regierung demonstriert. Ja, ich werde dort sein. Meine Frau wird auch dort sein. Und ich kann Ihnen eins sagen, viele meiner Freunde werden auch dort sein. Und ich hoffe, dass Sie alle dort auch demonstrieren gegen das, was momentan in beispielloser Art und Weise in unserem Land geschieht. Und ich hoffe, dass die Regierung angesichts des großen Protestes die Maßnahmen, die sie verhängt hat, zur Einschränkung von Freiheit, dass diese Maßnahmen aufgehoben werden im Nachgang. Kämpfen Sie mit uns, kommen Sie mit uns auf die Straße. Nicht als Partei, aber als Bürger dieses Landes. Vielen Dank.